Hallo, heute habe ich für euch eine Art Morgenroutine. Ich habe auf Twitter gefragt, wie man diese Art von Video nennt. Und ich habe den coolen Vorschlag bekommen, Start the Day with Me. Und so heißt jetzt dieses Video. Ich zeige euch einfach, was ich morgen so alles treibe und wie ich mich fertig mache und wie ich in den Tag starte. Direkt nach dem Aufstehen trinke ich erstmal so ungefähr ein Glas Wasser, weil das den Stoffwechsel und den Kreislauf in Schwung bringt. Und danach mache ich mich dann auf den Weg ins Badezimmer, um die Überreste vom Make-up vom Vortag zu entfernen. Also meistens ist das einfach nur Wimperntusche, die sich unter den Augen abgesetzt hat. Ihr kennt das ja bestimmt. Ja, und das war dann eigentlich auch alles, was ich erstmal jetzt im Badezimmer mache. Dann gehe ich wieder zurück in mein Zimmer. Je nachdem, ziehe mir vielleicht was über. Es könnte ja doch etwas frisch sein, wobei das die letzten Tage eher nicht der Fall war. Und stalke dann meine verschiedenen Seiten. Gehe meistens auf Twitter und twitter euch guten Morgen. Und guck, was auf YouTube und auf Instagram abgeht. Und danach gehe ich dann runter in die Küche und mache mir erstmal einen Tee. Wie ihr vielleicht wisst, ist mein Dad Engländer und deswegen gibt es bei uns englischen Schwarztee zu jeder Tageszeit, zu jeder Jahreszeit, völlig egal, Sommer, Winter. Und ich mache mir dann meistens so eine ganze Kanne. Das ist jetzt eher eine kleine Kanne, die auch noch tropft beim Eingießen. Und ja, dann, wenn das vorbereitet ist, mache ich mir mein Frühstück. Ich bin der totale Frühstücksmensch, also ich freue mich meistens schon abends, wenn ich ins Bett gehe, aufs Frühstück am nächsten Morgen. Und am allerliebsten frühstücke ich Müsli oder Cornflakes oder irgendwie sowas mit Obst und Joghurt. Und jetzt war auch noch gerade Apfelmus offen und das mache ich dann da auch noch dazu. Und ja, also davon könnte ich mich ja hauptsächlich ernähren eigentlich. Ja, aber ich finde das eigentlich für einen guten Start in den Tag wichtig, aber klar, das muss jeder selber entscheiden. Aber ich liebe Frühstück. Mit Essen fertig bin, daran geht es wieder dim-dim-dim nach oben. Zurück in mein Zimmer und ihr wisst, ich bin eine ordentliche Person und deswegen mache ich jeden Tag mein Bett. Ja, es ist vielleicht kaum zu glauben, aber ich hasse es, mich in ein ungemachtes Bett zu legen oder auch wenn das Leintuch verkrumpelt ist oder sowas in der Art. Ich finde das ganz arg schrecklich und deswegen muss auf jeden Fall das Bett gemacht werden. Und das ist übrigens eine meiner Katzen. Die heißt Miss Whiz, der andere heißt Jinx. Das haben viele gefragt. Und ja, wenn ich dann mit der mich beschäftigt habe und allem anderen, räume ich meistens noch ein bisschen auf, weil ich hasse Unordnung über alles. Wenn ich dann alles aufgeräumt habe, geht es wieder zurück ins Badezimmer. Aber diesmal gehe ich jetzt endlich duschen und danach mache ich mich dann weiter fertig. Meine nassen Haare muss ich an der Seite und oben am Ansatz immer mit Haarspangen befestigen, weil die sonst falsch trocknen. Und dieses Lippenpeeling hier kann ich absolut empfehlen. Ich liebe das über alles und ich benutze es wirklich jeden Tag und es ist einfach mein absolutes Must-Have. Und wenn ich das alles erledige,
erledigt habe, dann geht es wieder zurück in mein Zimmer und ich suche mir was zum Anziehen raus. Ich liebe es im Sommer, so lockere, luftige Sachen anzuhaben. In dieser gelben Hotpants wohne ich schon fast. Das ist so eine aus so Niki-Stoff und die ist eben sehr, sehr gemütlich. Und das Top ist von H&M und sehr luftig und locker. Und deswegen, so habe ich sowas sehr gerne daheim an. Und Bodyspray darf nicht fehlen, klar, ihr wisst Bescheid. Brauche ich dann auf jeden Fall Musik. Ich höre am liebsten mit dem Viva Music Player und mein allerliebstes Lied im Moment ist von Miley Cyrus, We Can't Stop. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie ich mein Gesicht grundiert habe, dann guckt in die Infobox, da verlinke ich euch meine Make-up-Routine. Dann komplett fertig gemacht habe, habe ich Zeit zu überlegen, worauf ich jetzt Lust habe. Entweder ich chill rum und mache was mit meinem Handy oder ich bearbeite oder drehe ein Video oder ich lieg weiter rum oder ich mache die Wäsche, weil ich im Moment die Haussklavin bin. Nein, Scherz. Oder ich schaue fern oder ich mache meine Nägel oder was auch immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir euer Feedback da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao! Thank you.